Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem AirMod. Wollte jetzt nochmal hier kurz zumindest durch die City düsen, ob wir hier vielleicht nochmal irgendwo so einen Shotgun-Laden haben oder. Und ich wollte auf jeden Fall einmal in dieses Ding darunter, in diese U-Bahn-Station. Ja, das. Na, lohnt sich auch nicht wirklich, das Gebäude. Weil die habe ich so. Also das erste Mal, dass ich die jetzt sehe, gespawnt. Hab sie mir noch nie angeguckt. Weiß nicht, was ist das Loot-technisch? Was ist das hier? Achso, hier hatte ich die Kiste ausgerahmt. Ob sich Loot-technisch lohnt. Weiß ich nicht. Es ist halt. Wo war die denn? War die hier um die Ecke oder da vorne? Es ist halt sehr laggy hier in der City. Wo es jetzt ein bisschen besser läuft wie vorhin, muss ich sagen. Warum auch immer. Ist doch gut. Ah ja, weil wir noch nicht so nah an den Gebäuden dran sind. Ja. Das Wasserwerk. Nein, das wäre da vorne beim gelben Haus links, oder nicht? Bin ich gerade schon hier lang gefahren. Ah ja, da ist auch das komische. Genau, hier ist das auch links gleich. Da ist auch das, da weiß ich nicht, ob sich das lohnt zu looten. Können wir auch mal reingucken. Da war denn nichts Schönes. Shame, ey. Oh, Safe ist aber kleiner. Shame, ey. Shame, ey. Na gut, wenn da überall jetzt dieses Dosenfutter drin wäre. Nur drei Bier, da sagen wir nicht nein, ne? Scheint auf jeden Fall sleeperlos zu sein, das Ding. Hätte ich mal nichts gesagt, war. Das könnte aber auch oben sein. Ja, hier die, da könnte ich Stu rausmachen. Bierchen nehmen wir natürlich mit. Natürlich auch nicht so schlecht. Ja, kleine Saves. Hm. Die sonst eigentlich immer ganz gern gelootet, weil da die Chance auf Schematics drin sind. Natürlich jetzt nicht mehr so brauchen, aber wir gucken trotzdem mal rein, wer weiß. Eine Schotti oder was weiß ich was kann man immer gebrauchen. Ist wieder warm, kalt. Sie nicht entscheiden, die gute Frau. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier. Langsam, aber sicher wird es ja besser. Bin mir nicht sicher, ich nehme ihn mal mit. Was ist hier, das große dunkle Nichts oder was? Hm? Ja. Achso, das soll ein Wagen sein. Ja, Leute, habt ihr Eier? Dann springt mal rein hier. Hm? Ist das nur ein Mann? Schwer zu sagen, ey. Okay,
Okay, ach, du ahnst es nicht. Ich wollte gerade sagen, so zum Starten sind die ja nicht schlecht hier zum Looten. Ja, die natürlich jetzt schon in jeden reingucken. Ja, ist natürlich. Bisschen Money. Pistole ist auch immer Money. Money ist natürlich gleich Papier bei mir, ne? Ich weiß, Papier kannst du mittlerweile auch herstellen. Aber ich loote es lieber. Und jetzt? Okay, okay, Restrooms. Können wir auch noch mal kurz einen Blick machen hier. Wow. Ganz so, yeah. Yeah, Repair Kits. Ja, Eisen kriege ich eh nicht mit. Oh, komm schon, ey. Drei Gunstore-Dinger und alles nur Kacke, oder was? Habe ich hier gar nicht gesehen, ne? Ganz cool gemacht, muss ich sagen. Hier ist ja angeblich alles drin, von der Schilder her. Ja, und Survivor ist auch im Stissel hier. Ja, mach mal, Junge, mach mal. Minibike ist aber auch schon voll. Kann ich nichts mehr reinpacken. Ja, die Survivor sind total Banane im Kopf. Oh, das sieht aber sleepermäßig hier voll besetzt aus. Ja. Oh, gut, dass ich nicht einfach reingerannt bin. Och, ich hab das Auto zerkloppt. Dachte wir auch schon. Alto Belly! Du altes! Der arme Survivor da, ne? Genau, spawnt man einfach überall. Mein Gott, leg die einfach hin. So, habe ich euch alle aufgeweckt. Könnt ihr alle rauskommen? Problem ist, die Wiener hat schon wieder voll. Das ist so das Problemchen. Und an dem Zustand kann ich auch nicht wirklich was ändern. Doch, kann ich. So, machen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Kämpfer, ach du ahnst es nicht. Bierchen, Bierchen, Bierchen. Boah, hier so viel Zeug wieder. So für den Start bestimmt ein geiles Gebäude. Ah, ich höre dich da draußen. Schäme, 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 krieg ich eh nicht mit.
2 schon mal drin. Was ist denn da drüben? Was ist denn mit dir da drüben los, Kollege? Ist das ein Kopf oder was? Ah ja, guck mal, das sind die, das... Oh. Dann noch ein Feraler Radiated. Also Maximum des Maximums. Ja, das ist so steeper. Oh, da kommt eine Wanderer, ne? Ja, alles klar. Alles klar, Leute. Gebt Gas. Habt Spaß zusammen. Komm nochmal wieder. Ja, ich bin eh so gut wie voll. Das ist um 21 Uhr, ne. Aber das war jetzt schon so steeper-mäßig, was ich erwarte. Also das ist so ein dynamischer steeper. Spawnt er sich an deinen... an deinem Level orientiert. Werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen in das Gebäude. Es wird interessant werden, denke ich. Wollte ich mal eben gucken. Alles gut. Gut. Ich düse jetzt nach Hause. Ja, werde dann noch ein paar Sachen für den Händler einpacken. Und dann werde ich irgendwann so, weiß nicht, gegen 1 oder was, mich dann auf den Weg machen Richtung Händler. So, dass er dann um 4 Uhr aufmacht, wir da sind. Und dann nochmal ein bisschen was einkaufen können. Ich werde mich nochmal um Cream kümmern jetzt in der Nacht. Mal gucken, ob was wir da jetzt herstellen können. Ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen Eisendinger gefunden. Also ich denke, da geht einiges. Vielleicht reicht es sogar um diese... Ne, nur 28 Spikes, die vorderen. Das heißt 280 Cream eigentlich. Ich glaube, wir brauchen auch nur 10. Wir können ja gleich nochmal eben... Wir gucken mal nochmal eben zusammen, was wir kriegen. Auf einmal. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, so wenig war das nicht. Also, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Wenn wir uns jetzt da nicht irgendwelche Witches erwarten. Danken muss ich auch mal wieder. Aru! Schon wieder einen Rucksack rum. Ja, wie es dann nach Horde weitergeht, kann ich euch noch nicht sagen. Habe ich keinen Plan für, ob wir dann nochmal ein bisschen looten, ob wir irgendwie weiter bauen oder... So. Kann drin bleiben, das verkaufen wir halt direkt. Das nehme ich mit Tuch. Das will ich auch noch ganz gerne mit Tuch. Dann habe ich noch was zum Vertickern. Bist du Bebel, ey, komm. Ja, wieso Mist drin hab hier? Ja, ihr seht, ne? Minibike voll zum Vertickern. Da oben die Kiste ist auch ganz gut gefüllt. Also geldtechnisch. Und guck mal, wie viel Scheiß wir schon immer liegen, dass ich einfach keinen Nerv habe, die Waffen alle zusammenzubauen. Immer mitzustören. Gut, wir wollten uns eigentlich um Cream kümmern, aber wir müssen auf jeden Fall mal eben hier... Guck mal, jetzt habe ich noch eine schlechte Pistole sogar mitgestört, ey. Ja, Schottis hier verbessern und so weiter. Kann ich dann immer noch machen. Kann ich jetzt machen.
Aber wenigstens mal eben einsortieren. Ja, und ihr seht es ja schon, also. Ich könnte noch ein paar Schottis zusammenbauen. Wir können auf jeden Fall ein paar Geschütze machen. Kommt nach oben. Eine AK haben wir jetzt auch nochmal. Pistole nehmen wir mit. Verticken wir. Das müssen wir einsortieren. So, mit so viel Munition müssen wir nicht rumrennen. Sniper am Start. Wir haben auch schon 24 Raketen, ne? Okay, okay, okay. Hier haben wir nochmal Rocket Launcher Gedöns. Hier hätten wir noch einen Magnum Pass, kriegen wir sogar noch eine Magnum zusammen. Erstmal kurz hier Lucky Lucky machen. Das direkt einschmelzen, das können wir mit rausnehmen. Auf jeden Fall nochmal ein paar Dart-Dinger anschmeißen. Und dann ziehen wir direkt durch, weiter nach oben. Das können wir mitnehmen. Minibike. Dann nochmal ein Motor am Start. Papier kommt dahin, das kommt dahin, das kommt in eine Forge. Öl kommt nach unten, das kommt nach unten. Jo, aber wenn wir hier oben sind, können wir nochmal eben was schnabulieren. Und ist 12, 16, oh ja. So. Hier ist halt unsere Händlerkiste, ne? Ihr seht. Ach so. Kettensägen-Massaker. Ja, eine Handelbar, ein Motor. Kriegen wir auch alles noch hin, dass wir da eine bessere zusammenschrauben können. Was ist das wert? Naja. Gut. Das sieht doch auch gut aus hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da können wir machen Cream. 5 Cream kriegen wir. Vielleicht den Mist mal eben ab. Machen wir eben 5 fertig. Und dann brauchen wir eine Cream. Ich weiß nicht, gibt es da nur ein oder müssen wir jetzt gleich mal gucken. Leere Gläser brauchen wir. Haben wir auf jeden Fall noch 300 liegen. Kriegen wir hin. So viel Wasser im Inventar hier. Achso, habe ich unten rausgenommen, ne? Na, geht mal ruhig mit. Ein bisschen hier unten liegen haben. So. Ja, gut. Also 49, 245. Ja, kriegen wir 250 Steel Upgrade, 25 Blöcke. 40 hatten wir oder was? Kriegen wir 30 Blöcke. Könnte reichen für die erste Reihe Spikes. Silber Nuggets können wir auch gleich schon mal hier drin lassen. Das kannst du gleich noch hinterher schieben. Ach so, jetzt weiß ich ja, wovor ich das Wasser hatte. Von der Glue. Von der Glue. Duct Tape. So, kriegen wir das auch noch geschissen. Ja, ich sag ja, Chemiestation könnte ich so viele gebrauchen wie Werkbänke.
Ne, ich brauche auch ein bisschen so, ne, für Dingens, genau. Um das Extrakt zu machen. Also das liegen lassen. Wasser. Blue hinterher schießen. Gut. Ich weiß auch nicht, wie weit das deckt hier. Müssen wir jetzt mal im Auge behalten. 14 Minuten. 7 Minuten Burns. Noch mal so ein bisschen Holz nachlegen. Kriegen wir hin. So. Leere Gläser lassen wir auch mal hier. Und dann sortieren wir mal eben den Gedöns ein. Seht ihr auch noch mal, was wir jetzt so am Start haben. Natürlich schon wieder einiges verballert. Ja, unbedingt Bullet Casing. Das wäre nice, wenn wir Bullet Casing organisieren könnten beim Händler. Ansonsten... kann ich nicht einsetzen. Gut, das sieht auch schon wieder ganz gut aus. Duct Tape ist auch ready. Das nehmen wir mit. Das können wir eigentlich auch. Das packe ich gleich wieder darin. So, das nehmen wir mit. Alles gut. Ja, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und würde sagen, wir sind am Ende einer Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Alles andere in die Kommentare. Ich sortiere jetzt hier noch ein bisschen weg. Hier noch ein bisschen Munition und sowas. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich beim Händler angekommen bin. Also, haut rein. Bis dann. Ciao.